Liebe Menschen, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute mal ein spezielles Video, denn wir stehen hier vor einer verlassenen Fabrik. Das ist jetzt noch nichts Besonderes, aber mit Maria. Nicht die gleiche Maria wie letztes Mal, aber auch eine Maria. Und Maria ist Zeitzeugin. Sie hat nämlich damals in dieser Fabrik gearbeitet und das macht die Sache so interessant und so speziell. Und wir haben auch noch von der Arbeitskollegin von der Maria haben wir auch noch Informationen über dieses Objekt bekommen. Ja, ganz und genau. Das werden wir euch jetzt mal vorstellen. Hier wurde damals was produziert? Kuchen, Torten, dann Brötchen, Brot und Eis. Okay, und jetzt schauen wir mal, wo das produziert wurde. Das sind wieder die typischen Metallplatten auf dem Fußboden einer Fabrik. Hinter dir sind noch die Rolltüren. Da hinter uns sind so Boxen, breite Tier, da kamen immer LKW und haben geladen Kuchen und ja, Brötchen, Brot. Und das alles war verteilt auf Insel Usedom. Okay. Da war damals gar keine Konditorei oder fertig gebacken wie jetzt, ja. Da alles kam von hier. Okay. Und dann gab es einen LKW für Zinnowitz, der hat dann da irgendwo links gestanden. Genau. Da wurde der LKW für Zinnowitz beladen und hier in der Mitte zu einer anderen Stadt. Ganze Insel, da ist der Zinnowitz vielleicht und, ja, und dann die anderen Badeorte. Mhm. Ja, und man sieht auch, die Tore haben Nummern, damit man dann auch immer sagen konnte, was wohin geht. Ja, von 1 bis 6. Was man hier auch sieht, ist, dass es mal solche Kunststoffstreifen gab, so Lamellen oder wie man das nennen soll, die darunter hingen. Wahrscheinlich damit hier nicht so der Wind durchzieht. Die sind jetzt aber schon alle abgerissen. Also da ist irgendwie keine einzige mehr in der Originallänge erhalten. Vielleicht die Öffnungstore funktionieren noch, ja? Wenn wir Strom hätten, vielleicht schon. Vielleicht auch, ja, Strom, aber als Not vielleicht ging auch mit dem Kabel da. Ja, eine Notöffnung müsste es eigentlich gegeben haben. Ja, es ist tatsächlich so, dass die Tore noch... Naja, das geht mit Hand auf, genau. Ja? Vielleicht ging nur ohne Strom mit Hand. Oh, jetzt hat's geregnet. Bisschen, ja. Ja, ich glaube, ich würde heute noch mal baden gehen, schön auf Usedom. Ja, genau. Am Achterwasser und dann bin ich auch wieder sauber. Ne? Genau. Hier steht so ein typischer DDR-Schulstuhl. Der Urbex-Stuhl sozusagen. Mal gucken, ob wir noch den Urbex-Penis finden. Ich glaube, hier ist auch keine einzige Scheibe mehr heil. Bin gespannt, ob wir noch eine finden werden. Hier haben wir Büroräume. Bin ich Kunst? Da steht irgendwas mit Waren, Backwaren oder so an den Fenstern. Und sie hatten hier auf 3 Seiten Fenster. Hier haben sie schon angefangen zuzumauern. Das sehen wir bestimmt mal an der Wand. Ja, genau. Irgendwas mit Sterbüro. Meisterbüro vielleicht. Erste Hilfe bei Unfällen. Also Hausmeisterbüro wird es nicht gewesen sein. Das ist ein Schlüsselanhänger. Eingangstür, Flur, Verwaltung. Sagt der Anhänger. Aber der Schlüssel ist ja nicht mehr da. Wenn ihr jetzt zum Beispiel wisst, in welchem Jahr der 31. Oktober auf den Sonntag fiel, dann habt ihr die Jahreszahlen, von aus denen der Kalender sein könnte. Also das stand wahrscheinlich mal auf dem Deckblatt und das fehlt schon. Denn es ging hier los im Januar. Also ist es vielleicht ja auch im Januar dann schon verlassen wurden. Aber welches Jahr, das wissen wir noch nicht. Gegenüber finden wir diesen verwitterten Gang. Also hier ist schon eine Menge Wasser die Havel runtergeflossen, wollte ich schon sagen. Aber hier ist wohl eher die Peene. So, hier wurde auch zugemauert. Ich nehme mal an, dass das hier Sanitärräume waren. Man sieht es ja noch, hier sind Toiletten. Und hier waren Duschen, genau das habe ich jetzt auch erwartet.
Die Spiegel interessanterweise nicht. Das habe ich jetzt gar nicht so erwartet, dass die noch heil sind. Und interessant, dass es hier also den Flur neben dem Flur gegeben hat. Also dieser Flur ist ja neben dem Hauptflur. Ist ja eigentlich unsinnig. Da hätte man ja auch den Flur breiter machen können. Aber wollte man offenbar nicht, dass man, wenn man vom Klo zur Dusche geht, von der ganzen Belegschaft gesehen werden konnte. Hier war auch noch so ein Raum, wo ein Waschbecken in einer kleinen Nische war. Wir werden jetzt gleich mal fragen, was das eigentlich hier für ein Gebäudeteil war, wer hier so gesessen hat. Es gab ja auch eine Hygieneärztin, ne? Die war nicht jeden Tag da. Die war auch, genau, ja. Aber ab und zu mal, wenn neuer Mitarbeiter kam oder Mitarbeiter ja, genau, länger nicht mehr da war, ja, ja, dann wird da nochmal untersucht, ob er die hygienischen Voraussetzungen erfüllt, ob der, alles in Ordnung ist bei ihm, ja. Um in der Lebensmittelproduktion auch ja, arbeiten zu können. Genau, ob ja, der kann arbeiten bei Produktion, genau. So, hier sehen wir eine zugemauerte Tür. Was hat es damit auf sich? Ja, hier war eigentlich der Haupteingang, wenn Bus kam mit den Arbeitern. Der hat gesammelt von Albeck bis Wolgast, die Arbeiter, Bäcker und Konditor. Und hier war der Haupteingang. Und wenn man dann jetzt rechts abbog, kam man in diesen Flur und wieder rechts ist ein Raum, der uns heute überhaupt nichts mehr sagt. Und das ist natürlich gut dann, wenn man Informationen von den Zeitzeugen hat. Da sagte uns nämlich jetzt dann die eine Zeitzeugin, dass hier ein Imbiss für die Mitarbeiter war. Die konnten hier Snacks und Getränke einkaufen in diesem Raum. Ja, hier geht man jetzt einfach durch die Tür oder durchs Fenster, kann man nennen, wie man will. Man muss sie gar nicht mehr aufmachen, man muss nur auf Scherben achten, die noch im Rahmen stecken könnten. Hier geht es dann in Richtung der Umkleiden des weiblichen Personals. Offenbar war hier mal eine Trockenbauwand. Man hatte hier mal den Flur zugemacht, aber die Vandalen, die machen natürlich alles wieder auf. Hier sind Toiletten, zwei, und für Männer. Ja, das sieht man ja hier an dem Penis, dass es die Herrentoilette war. Ja, von den Handwaschbecken sieht man auch hier wieder nicht sehr viel. Und das war jetzt die Damendusche. Ja, genau. Das sind jetzt nur drei. Wie viele wart ihr denn so pro Schicht, die gleichzeitig... 15 Frauen, die gleichzeitig gearbeitet haben. Ja, In einem Bereich jetzt, zum Beispiel Brot oder Kuchen oder ja, Eis. Nee, das war in der Konditorei nur. In der Konditorei waren es 15. Du warst ja in der Konditorei. Ja. Und andere waren dann in anderen Teilen der Fabrik. Mit Eisproduktion und so. Ja, das war unten und oben war Bäcker. Und dann manchmal, wo die ja keine Leute hatten, da haben die auch uns nach oben. Ja. Aha, dann habt ihr... Die Konditorreise alleine machen und ein paar Leute immer nach Brot. Oben Brot und Brötchen. Und das konntet ihr aber auch? Das habt ihr auch gelernt? Oder war das eher so Learning by Doing? Auf Hilfe, ja. Okay. Ja. Ja, aber du hast gesagt, das Brot war super von hier, hat ganz Preise genau gewonnen. Ja, genau. Da bis heute sagen viele Leute, das war schmackhafter Brot, wirklich, ja. Was man so nicht mehr bekommt, weil das heute nicht mehr so hergestellt wird. Nein. Und das Preis kann ich mich noch erinnern, 93 Pfennig. Also Brötchen, eine Brötchen 5 Pfennig und Brot 93 Pfennig. Aber Ostpfennige. Ja, genau. Pfennig, ja. Genau. Aber du kommst ja aus Polen, hört man ja auch ein bisschen. Ja. Das ist ja auch nicht weit weg von hier. Wie kam es, dass du hier gearbeitet hast? Ja, das war so Bedarf. Das heißt, die hatten hier in Deutschland Personalmangel und haben sich an polnische Firmen gewandt. Gibt es nicht Leute von euch, die herkommen können? Ja, wer kann und ob die Eltern erlauben. Und da sind wir, da waren auch von Tschechei, waren auch ein paar Jungs und ein paar Frauen und von Ungarn auch. Das war ja damals noch Tschechoslowakei, oder? Tschechoslowakei, genau, ja. Und die haben eigentlich nur in Bäckerei gearbeitet. Das ganz oben. Das heißt, du hast deine Lehre dann damals hier auch gemacht oder warst du schon fertig ausgebildet? Nein, ich
war fertig und 67 und 68 war ich schon 18 und da habe ich schon zwei Lehrlinge selber gekriegt. Ja, okay. Da habe ich gestaunt, aber ja, da war ich 18 und zwei Lehrlinge. Das heißt, du hast hier angefangen 68? 67. Dann 68 von die uns 20, die 18 Mädchen und zwei Jungs, da waren, haben ausgesucht 10 der Besten, da war ich bei. Und 10 uns nächstes Jahr, das heißt 68, sind wiedergekommen. Und wir sind wiedergekommen. Wie alt ist diese Fabrik? Also wie lange gab es die? 1966. Also relativ jung. Du warst ja schon eine der ersten Arbeiter hier sozusagen. Nächstes Jahr kam ich schon hier. Schon, genau. Das war alles neu, ja. Ja, also da haben sie hier eine Fabrik hochgezogen, ohne das Personal zu haben. Große Fabrik hingestellt, kein Personal. Ja. Und so kamst du dann nach Deutschland. Ja, so kam ich nach Deutschland, das erste Mal, ja. Ja, interessant. Hattest du denn dann schon Deutsch gelernt? Ich habe viel selber gelernt. Auch wir haben gewohnt in Albeck. Dann in Heringsdorf, ja, dann wieder in Albeck und verschlafen gehen, da habe ich immer Wörterbuch in Hand und dann immer reingeguckt und ja, so habe ich gelernt. Aber auch nur, weil du hier die Arbeit gefunden hast. Also du hast nicht schon in der Schule Deutsch gelernt? Nein, in der Schule nicht. Ja, bei uns damals war kein Deutsch, war keine andere Sprache, nicht Englisch, nicht Französisch. Russisch auch nicht? Nur Russisch. Doch, Russisch. Nur Russisch. Ja klar, das war damals... Für die östlichen Länder war Russisch, Russisch das, was für uns Englisch ist. Ja, genau. Und ich habe selber gelernt, wo andere Freundinnen, die wollten auch nicht. Und damals waren diese Läden wie jetzt Selbstbedienung. Da war hinter Theke, da musste man immer sagen, was man möchte. Ja. Und da war ich immer bei, musste ich sagen, ich möchte das oder das. Muss man die Vokabeln können. Heute geht man einfach in den Supermarkt, guckt sich die Abbildung an, glaubt zu wissen, was es ist. Oder lässt sich bei Google übersetzen, rein in den Einkaufswagen. Genau. Und vielleicht noch an der Selbstbedienungskasse gleich selber bezahlen, da muss man mit niemandem reden. So, das war also jetzt hier die Damenumkleide. Noch Damen, ja. Okay, Mädchen und Männer. Und ihr habt hier noch was entdeckt? Spuren, wo die Schränke mal gestanden haben. Hier auf dem Boden, das Echt, da haben die Dinger vors Fenster gestellt. Ja, so ein bisschen hier. Das ist doof, weil es eigentlich ein schöner heller Raum ist. Gell? Ja, eben. Und ach, das sind schon wieder zu viele schöne Fenster. Da müssen wir einen Schrank davor stellen. Ja, gut. Ist schon ein bisschen kurios. Dieser Teil des Gebäudes soll nachträglich von einer Computerfirma genutzt worden sein. Und die hat dann wohl auch diese Zwischenwand in den Flur reingezogen. Das ergibt ja jetzt relativ wenig Sinn. Warum baut man erst einen Flur, um ihn dann abzusperren? Aber ja, dadurch, dass hier nochmal eine Nachnutzung war, hatten sie dann hier wahrscheinlich einen Lagerraum, eben einen Raum ohne Fenster, der dadurch entstanden ist, dass man den Flur hier zugemacht hat. Muss man auch erstmal drauf kommen. Der soll dann, der Computerladen soll dann da vorne Teppich auf dem Boden gehabt haben und das sieht man jetzt hier auch noch, dass da was von rumliegt. Hier sind wir jetzt im Männerbereich. Hier hatten die Männer ihre Waschmöglichkeiten und dann auch irgendwo die Umkleideräume. Das ist ja mal komisch hier. Einfach mal hier so ein komisches Kunststoffgedöns hier reingestellt. Verrostetes Regal. Hier ist der Teppichboden mal noch an seinem Platz. Da stand mal irgendwas an der Scheibe. Ja, das ist ja wahrscheinlich dann von dieser Computerfirma. Tja, hier sieht es wieder so nach Waschräumen aus. Hauptsache Teppichboden, damit es auch schön lange eklig ist. Ja, guck mal, hier steht sogar noch eine Kloschüssel. Ja, also zumindest da, wo die Waschbecken waren, haben sie jetzt Teppichboden. In der WC-Kabine zum Glück nicht mehr. Das war die komische PC-Bude. Günther-Werbung. Günther-Werbung war hier. Was finden wir jetzt da unten? Ja. Unten war Eisproduktion, dann war Heizungraum und dann Lager. Ja, ist hier. Man riecht ist Heizung. Alles abgebaut. Die ganze Heizunganlage ist abgebaut, weg.
Aber das Heizöl ist noch zu riechen, ganz deutlich. Ja, ja. So, hier neben dem Heizungsraum haben wir noch eine Dusche und ein WC. Und dann ist hier sogar noch ein kleines Detail. Es gibt nämlich noch so ein hochkonzentriertes, rückfettendes, flüssiges Hautreinigungsmittel und ein Spiegel, der schon so kaputt ist, dass er überhaupt nicht mehr spiegelt, weil sich die Folie dahinter vom Glas gelöst hat. Kann man sich jetzt also nicht mehr sehen. Aber ist es tatsächlich der Tank noch da? Hier ist er. Und der ist offen, der ist aufgeschraubt. Deswegen riecht das so. Ja, da gingen da hier irgendwie wahrscheinlich so 10.000 Liter in so einen Tank rein. In einen von denen. Und man riecht es heute noch, dass da Heizöl drin war. Alte Heizkessel. Warmwasserbehälter sind das? 1979. Also, da ist noch eine Lampe, die dazwischen klemmt. Also ist das auch nachträglich erneuert worden hier. Ja, jetzt gehen wir dann in den ersten Stock hoch. Ist das hier noch aus alter Zeit? Wahrscheinlich. Erntedank. Wieder irgendein Idiot, der das übersprüht hat. Spruch auf das Bäcker, auf der Bäckerglocke zu Köln. Da geht es irgendwie um Frieden und um Brot. Ich kann es noch lesen, wenn ich hier stehe, weil sich die Buchstaben ein bisschen von der Wand haben. Ja. Da steht Erntedank, ihr Völker der Erde. Dies sei euch Gebot. Bewahre den Frieden und damit das Brot. In diesem Flügel hier gibt es nur Büroräume von der Lohnbuchhaltung und von der Bestellannahme. Ein paar Büroräume hatten auch Teppichboden, zum Beispiel hier. Und auch Sanitärräume gab es dann hier auf dem Flügel, logischerweise. Sinnlos ist ein Leben ohne Sinn für Unsinn. Alter, das waren noch Zeiten, wa? In dieser ersten Raum war Sekretariat und in der zweiten Raum, im zweiten Raum hier, das war Sitz von dem Direktor von diesem Kombinat. Ganze Kombinat. Okay. Ein einigermaßen geräumiges Zimmer, aber jetzt auch nicht übertrieben groß und auch nicht übertrieben verziert. Also wir haben ja ganz oft bei solchen Zimmern dann so Holzvertäfelungen, Schickimicki und so. Ist hier aber gar nicht, sondern sehr sozialistisch, sparsam, ja, und schlicht mit... Ganz einfach. Was haben Sie für eine Tapete an den Wänden? Naja, ist schon mehrfach übertapeziert worden. Ja, das war das Farbe und dann Tapete. Ja, jetzt zuletzt war es dann eine Raufasertapete. Und jetzt die Graffitis. Hier war die Küche, wo Essenausgabe war. Für die Mitarbeiter? Ja, da haben das Nebenanraum und hier war Ausgabe, gerade diese Wand ist jetzt zu. Aber das war ein Riesenfenster und da war die Essenausgabe. Das sehe ich auch, dass die Wand zu ist, aber warum ist hier die war zu? Küche. Und weiß man nicht, vielleicht später haben die was anderes hier gehabt. Keine Küche, ja, aber sind noch viele so Steckdosen. Also bis wann war das in Betrieb? Bis 1990, ne? Bis zur Wende? 90, ja. Ja, und du bist aber wann gegangen? Aber ich war 67, 68. Ach, du warst dann zwei Jahre da? Ja, ja, zwei Jahre insgesamt, ja. Und hier war die Essenausgabe zu der anderen Raum, da kommen wir gleich dahin. So, jetzt sieht man ja hier, dass hier die Essensausgabe war. Genau, Essenausgabe und auch... Guten Appetit! Betriebsfeierlichkeiten waren hier in diesem Raum entstanden und ich kann mich noch erinnern, hier waren etliche Tische mit Stühlen und ich saß immer hier bei diesem Tisch, der stand hier lang. Kann ich mich noch erinnern, ja. Mhm. Ja, ja, da war der ganze Raum, dass so viele Leute, ja.
dann war so ein Fenster und das war der Essenausgang hier. Kannst du dich erinnern, ob es den Parkettboden damals gab? Nee, das kann ich mich nicht. Nee, das, wenn man nur 2 Jahre da war und das ja, so viele Jahrzehnte her ist, kann ich das schon nachvollziehen. Das Fenster war immer Essen, ja. Da waren, kann man sagen, wir von Friedrich und dann die Spätschicht auch dann. Haben wir uns gewechselt dann. Und dann gemeinsam Mittag gegessen, oder? Mittag. Ja, Mittag. Die einen von hatten Montag, die Arbeit hinter sich und die anderen ja, kamen zur genau, Arbeit. Andere kamen und ja. Ja, da hat man ja dann auch so eine gewisse Betriebszugehörigkeit, ja. Also Gefühl, ja. Ne? Wenn man ja, mit den Kollegen dann immer essen geht und so. Ja, und dann waren da etliche da Betriebsfeier und so, ja. Und hat man hier in diesem Raum. Habt ihr dann vom Lohn was einbehalten gehabt? Also haben die was einbehalten für die Verpflegung oder hat man hier immer irgendwo bezahlt jeden Tag? Oder ja, war das war, inklusive? Ja, ne, wir haben zusätzlich gekriegt und am Sonntag, wir konnten auch essen gehen, da wo haben wir gewohnt, Heringsdorf oder Albeck. Haben wir so Bons gekriegt, Bon, ne? Mhm. Da hat man genannt, essen gehen, aber wenn wir wollten nicht, dann haben wir da diese Bon nicht mitgenommen, haben wir selber gekocht. Und wo habt ihr dann? Von unserem Lohn haben wir selber Geld ausgegeben. Und habt ihr das dann, wart ihr dann bei den Kunden, bei diesen Heimen und so weiter, die euer Brot abgenommen haben? War das da, wo ihr dann gegessen habt, wenn ihr in Heringsdorf oder so am Wochenende gegessen habt? Ja, das waren dann besondere Gaststätten, wo wir dürfen essen. Ja, das war ja alles sozialistisch das, organisiert. Ja, genau, das, ja. So, jetzt sind wir wieder auf dem Weg in einen Kellerabschnitt. Es riecht hier extrem muffig auf jeden Fall. Es ist ja auch viel kälter gleich. Also hier waren die Lagerräume für das Eis, die Kühlräume. Das hier waren die Lagerräume für das fertig produzierte Eis. Jetzt geht's zu Raum 26 und Raum 26 war die Eisproduktion. Die Fenster sind jetzt leider zugemauert. Hier wurde nicht nur Eis, sondern auch Butter und Margarine in großen Blöcken produziert. Ja, und hier war Fahrstuhl links, wo die Tiere sind. Da war die Ware nach oben bis Bäcker transportiert über Konditorei. Hier ist noch der Nebenraum bei der Eisproduktion. Die Fenster, die waren damals nicht zugemauert, das waren Fenster. Und hier gibt es einen großen Aufzug vom VEB Vogtländischer Aufzug zum Maschinenbau Mühlau im Vogtland. Baujahr 1965, der ist also noch aus dem Baujahr des Gebäudes. Die Familie ist ja aus dieser Zeit. Und ja, viele Leute gingen da rein, 8 Personen oder 2000 Kilopond. Da hat man dann sicherlich auch das fertig produzierte Eis hochtransportiert zu den Ladelampen. Es ist sehr schade, dass keine Maschinen mehr da sind. Vorsicht, Rattenköder. 2002 haben sie den ausgelegt. Das ist natürlich jetzt kurios, wenn die Fabrik 1990 geschlossen ist, warum wird hier 2002 ein Glockenköder ausgelegt? Ja, hier ist sehr viel Hall bei allen Meeres. Und wenn auch der VEB 1990 ungefähr geschlossen wurde, hatte diese Fabrik trotzdem Nachfolgeunternehmen. Zum Beispiel war Nordback hier noch auf dem Gelände, das steht auch draußen noch dran. Und zumindest soweit die Leuchtreklame noch intakt ist, ist sie leider nicht mehr ganz. Und Lilaback war hier auch noch auf dem Gelände. Ja, und so erklärt sich, dass also in den 2000er Jahren hier auch noch Schädlingsbekämpfungsmittel ausgebracht wurde. Und da wir hier in diesem Flur im Lagerbereich der Fabrik sind, gibt einem das schon zu denken, wenn hier mit Schädlingsbekämpfungsmitteln gearbeitet werden muss. Aber andernfalls hätten wahrscheinlich die Ratten einfach mal das Brot und den Kuchen verzehrt. Kraftsteckdose für den Kältemaschinenraum, der Hauptschalter für die Kältemaschinen. Die waren hier drin.
Also hier stand beispielsweise die Kältemaschine für den Kühlraum 2. Das sieht man nämlich an der Wandbeschriftung hier. Aber was das da für eine Maschine war, das wissen wir auch nicht. Die ist total ölig. Und ja, eine Kältemaschine scheint mir das nicht zu sein. Wobei, aber immerhin hier JDR, German Democratic Republic, hier ist ein Thermometer dran. Das fängt aber erst bei 0 Grad Celsius an und geht bis 100 Grad Celsius. Also mit einer Kältemaschine hat das sicherlich nichts zu tun, denn man wollte ja hier Tiefkühltemperaturen erreichen. So, hier haben wir wieder einen Batterieraum. Leider ist hier schon wieder alles zerstört. Und wer weiß, was für Säuren da am Boden sind. Das sind die Behälter, in denen die Batteriesäure war, für den Notstrom. Genau, da steht sogar dran, Notlichtbatterie. Hier steht jetzt noch eine Maschine rum, mit der wir so auch nicht gerechnet haben. Ich weiß auch nicht genau, was die macht. Hat auf jeden Fall was mit Strom zu tun. Wir sind ja hier im Elektrizitätsbereich. Könnte das vielleicht ein Notstromaggregat gewesen sein? Das könnte ich mir vorstellen. Und hier ist Sozialgebäude, so eine ganze Verteilung. Ja, hier waren die Stromverteiler, die Sicherungen, alles nicht mehr da. Also hier haben wir jetzt einen Feuerlöscher gefunden. VEB Feuerlöschgerätewerk Dresden, DDR, hat das Ding hergestellt und das haben sie aber ordentlich gewartet. Der Löscher hat ein Prüfsiegel bekommen bis 2003. Der wurde also gut gepflegt, noch bis zum Schluss, als lila Bug hier drin stationiert war. Das sind lauter so Plastikschälchen. Da wird man wahrscheinlich Kuchen drin abgefüllt haben. Kannst du dich erinnern, Maria, dass man hier... Nee, das ist nicht von damals. Das ist nicht von euch. Nee. Das ist vielleicht von Lila Back. Nee, ja genau. Guck, das zu mitnehmen war was. Weiß man nicht, was haben die hier noch gemacht? Baulich ist das hier alles noch in einem recht guten Zustand. Guckt euch diese fetten Türen an. Vielleicht Lager für Produkte und so. Kann schon sein, dass es ein Lager war, denn hier gibt es eine Temperaturanzeige. Und diese fette Tür, die sollte sicherlich auch dafür sorgen, dass die Temperatur da drin gehalten wird. Ja, die riesigen Räumlichkeiten der Eisproduktion. Oben drüber war die Konditorei. Hier habe ich jetzt einen Lichtschacht gefunden, beziehungsweise Luftschacht, ein Riesending. Hier wurde sicherlich Luft angesaugt und hier war ein Filter. Ja, und hier sind riesige Maschinen, die dann die angesaugte Luft hier weiterverteilt haben. Benutzung nur mit Begleitung des Aufzugsführer gestattet. Ja, ja, das kennen wir, diese Schilder, die sehen wir immer wieder. Hier jetzt nur 1000 Kilo maximal und 10 Personen. Ja, 10 Personen. Hier haben wir noch so ein interessantes Schild. Im Fahrstuhlschacht Unterfahrt der Gegenlast bis zum Berühren des Puffers. Und dann stehen die Maßangaben. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Ich könnte mir vorstellen, dass mit Puffer diese Federn hier gemeint sind, die die Aufzugskabine abfedern sollen. Und die hängt da oben. Da hängt noch die Aufzugskabine. Hier ist noch so ein Reinigungsmittel. Ja, hier auch. Schöne Sonnenstrahlen, die hier so reinkommen, das ist echt cool. Warum gibt es im Keller der Konditorei und Bäckerei und Eisfabrik einen Aushang über Aufbau und Wirkung der Atombombe? Fand vielleicht ein Mitarbeiter, dass das hier so ein bisschen Bombenschutzkeller-mäßig wirkt, denn hier ist ja weit und breit kein Fenster. Jetzt bin ich einmal hier rum. Und bin jetzt wieder an der Treppe, über die ich ursprünglich runtergegangen bin. Das ist wieder so eine typische Lost Place Gefahrenstelle. Ein offener Fahrstuhlschacht. Wir haben es ja von unten schon gesehen.
und festgestellt, dass der Fahrkorb da oben hängt. Und hier sind einfach mal die Zwischentüren fehlend. Hallo Herr Schlumpf. Da gab es hier eine zweite Aufzugtür, die dann eben die Abkürzung nach draußen bot. Während man aber eben auch zur anderen Seite raus konnte, um etwas hier in die Halle zu bringen. Da musste man eben nicht unnötig das um die Ecke rumbringen. Hier ist eine interessante Ecke. Da wird mal irgendeine Maschine gestanden haben. Oder ein Ofen. Ein Ofen und dann vielleicht ein Abzug da. Was wird mir erklärt? Dass irgendwie oben, das sieht man dann nochmal, da ist so ein Loch im Boden, da war irgendwie so eine Rampe, wo sie dann die Brote und die Brötchen reinhaben, damit die dann nach unten rutschen, um dann eben abgeholt werden zu können. Also unten war die Konditorei, da waren wir noch nicht, wenn wir dann geradeaus weitergekommen sind in dem Bereich. Und hier, glaube ich, ist dann der Bereich für Brot und Brötchen, muss ich aber nochmal kurz nachfragen. Gut, aber das ist ja robuster, das kann man ja auch eine Rampe runterschicken. Genau. Naja, hier werden sie schon ordentliche Öfen gehabt haben und dann so ein Rohr, um das alles rauszublasen. Da ist jetzt nur noch ein Loch da natürlich, oder? Nur noch ein Loch, ja. Früher war da so eine Art Rutsche. Genau. Naja, für Leute, die da im Dunkeln oder halb umnachtet reingehen, ist vielleicht besser, wenn die Tür da drauf liegt. Die Maria hat eben dann noch erzählt, dass am besten war, am schönsten war für sie, die frischen Brötchen, die noch warm waren, die haben sie sich dann geholt und sind dann in den Konditorbereich gegangen und haben sich dort dann frische Butter drauf machen lassen. Das war ganz toll. Ja. Heutzutage ist es ja oftmals so, dass die Mitarbeiter überhaupt nicht daran teilhaben dürfen, was das Unternehmen herstellt. Da darfst du dir eben nichts, noch nicht mal von den Sachen, die übrig geblieben sind oder die kaputt gegangen sind, so als B-Ware, Bruchware oder so, darfst du ja noch nicht mal mit nach Hause nehmen oder geschweige denn vor Ort verzehren. Das ist dann schon ein bisschen doof, oder? Also wenn man schon in der Lebensmittelproduktion arbeitet, dann will man doch da auch mal was essen können. Ja, hier war mal eine Bäckerei mit Brot und Brötchen. Und da sind die zwei Stellen mit den helle Betonplatten. Ja. Da standen die Öfen drauf, oder wo? Ja, da standen Öfen. Brötchen und Brotofen. Ja. Und das muss ja dann immer lecker geduftet haben hier oben, oder? Ja, aber wie? Ja, ganz lecker. Hier in diesem kaputten Raum, das war Meisterraum und da konnte man was trinken, Wasser oder Tee. Im Sommer sowieso was Kälte. Also der Meister hat euch in sein Kabuff gelassen für die Pause. Ja, ja. Naja, Pause war auch, ja, weil hier war Hitze damals. Ja, aber man musste ja mal einen Schluck trinken, ja. Und dann. Und der Brotmaschine, der Backofen, der war riesig, der war so circa 2 Meter breit. Da sind nur hier von den Platten die Fundamente. So, und jetzt hast du gesagt, es gibt noch Getreidesilos. Ja, Silos, naja, Mehl, verschiedene Sorten wahrscheinlich. Da sind, sind nur Lücken, ne, wo das war. Kannst das schauen wir uns jetzt mal an. Kannst du nach oben schauen ein bisschen. Wir sind hier gerade in einer Place und leider will ich hier bleiben, aber es gibt. So, und zu den Silos gehe ich jetzt mal hoch. Da kann man tief fallen, wie immer bei Silos. Aufpassen, der Kleine. Da geht es nämlich gleich mehrere Treppen hoch. Hier ist die Aufzugkabine. Die hat hinten keine Rückwand, deswegen steht da auch nicht anlehnen, weil das einfach schon die Schachtwand ist, die man da sieht. Und man sieht hier das Typenschild vom VEB Vogtländischer Aufzugs- und Maschinenbau, Baujahr 1965. Unten im Keller hatten wir auch ein Tier gesehen, das ist der Fahrkorb. Also das ist alles noch von Anbeginn dieser Fabrik, als das gebaut wurde, ist das noch der Originalaufzug. Ja, hier wurde das Mehl gelagert und dann da wurde das Gefäß sozusagen. Da war wahrscheinlich ein großer Behälter noch drin. Und dann ging das runter in die Bäckerei. Und noch eine Etage tiefer ist die Konditorei. Und da gehen wir gleich nochmal hin. Denn die Zeitzeugin hat ja, die ist ja Konditorin und die hat da gearbeitet.
Im Nebenraum von diesen Silos findet man dann noch einen Aufgang zum Aufzugtriebwerksraum. Kann man auch von hier schon sehen. Ja, hier war ein Kühlraum. Da war aufbewahren Butter, Margarine, andere Produkte, die müssen gekühlt sein. Auch zum Creme war auch Weinbrandverschnitt, damals hieß sowas. Mit so, weiß nicht, 3 Liter oder 5 Liter solche Flaschen. Und hier rundherum waren Tische, da hat man die Torten gefertigt, ja. Da und hier die Seite bis dahinter waren Regale. Also ihr habt... Gleich fertige in diese linke wieder zweite Kühlraum. Also ihr habt in Handarbeit natürlich dann die Torten zusammen. Ja, das war alles per Hand, müssten wir. Jede einzelne Torte war ein Unikat. Ja, jede einzelne musste man mit Creme durchschneiden und dann, das waren eigentlich, diese Maschine war zum Schneiden. Aber dann alles gefüllt, Marmelade oder Creme, da müsste man alles per Hand machen. Also hier standen Tische, das kannst du auch mal sagen. Ja, hier Maschinen, diese Seite. Ja, hier die Regale, wo fertig erst haben wir in Regal abgeliefert und dann hier war ein Raum, gekühlter Raum, wo das alles fertig schon kam und weiter nachher über die Tiere, jetzt sind keine Tiere dahinter, alles war so. Zur Laderampe, genau, ja, zu den LKWs. Ja, nach unten. Das heißt, ihr habt hier lauter Arbeitstische gehabt? Ja, hier waren Tische, genau. Und dann war eine Person vor Arbeitstisch? Naja, war mehr. Mehr als eine. Ich kann mich erinnern, ja, mit 2, Gisela und Ruth, habe ich immer gearbeitet hier. Und ihr habt jede Torte manuell hergestellt? Ja, das waren verschiedene Torten. Was waren das so für Torten, die ihr da so hergestellt habt? Ja, waren Obsttorten und dann waren diese Frankfurter Kranz auch, haben wir gemacht. Was ist das, Frankfurter Kranz? Ja, das ist in so runde Form, Biskuit und dann müsste man durchschneiden und auch mit Creme gefüllt und außen war Mandel oder Nüsse, außen. Hat man geschmiert rundherum und dann und mit Nüsse oder mit Mandel gehackte. Und Cremetorten, ja, Schwarzwälder Kirsch oder Käsetorten? Ja, Käsetorten, ja, alles durcheinander, alles war gemischt, ja. Aber so war das dann so, dass... Zitronentorte war, ja. Wie viele Torten habt ihr denn hier so produziert, sagen wir mal, pro Tag? Über die 8 Stunden kann man sagen, ca. 200 Stück. Das waren verschiedene, ja, Obsttorten. Dann Frankfurter Kranz mit Creme, dann Käse-Sahnetorte, Schokotorte. Lecker. Ja, lecker. Und alles habt ihr dann so einen Tag 200 Schokocremetorten produziert oder habt ihr 20 solche, 30 solche, 40 solche? Ja, das war gemischt. 20, 30 gemischt, genau. Ach so, ja. Denn ihr habt nicht wie Koppenrad und Wiese das ganze Zeug eingefroren, sondern eure Kühlräume sind keine Tiefkühlräume, sondern wirklich nur, also die Torten, die ihr hergestellt habt. Nur Kühlräume, keine zum Einfrieren. Nee, sondern eure Torten waren zum Verzehr innerhalb von zwei Tagen, ein Tag eigentlich, ne? Ja, ein Tag, nächster Tag vielleicht, die Reste waren alle weg, ja. So, das heißt also, ihr konntet immer nur so viel produzieren, wie auch die Kunden bestellt haben? Noch bestellt nicht, das war in die Läden und das waren die Touristen oder Einheimische, die da gewohnt haben, an Insel oder auch in Wolgas, haben sofort gekauft. Ach so, na, das ist ja auch ihr hattet ja nicht wirklich Kunden, das war ja alles Planwirtschaft, das war ja alles durchgeplant. Nee, wie viele Torten. Das war ja vorbestimmt, in welchen Laden wie viele Torten gebracht werden, in welches Ferienheim, in welches Hotel, H0-Gaststätte, H.O., ne? H.O.-Gaststätte und so weiter. Konsum war Konsum. Aber auch bei H.O. auch haben wir von hier geliefert, ja. Ja, also war ja alles schon Kindergärten. Alles vorausbestimmt, praktisch schon. Ja.
Kantinen auch, ja. Wenn und da musstet ihr natürlich dann fertig werden. Wie viele Mitarbeiter sind hier in dieser Halle? Naja, hier Beispiel war vielleicht über 10, 12 Arbeiter, aber ich war immer mit zwei Frauen. Da haben wir immer auch die Torten auch dekoriert, ja. Mhm. Und nebenan? Andere, einer hat Beispiele mit Marmelade oder anderer mit Creme. Und ja, wir haben fertig und dekoriert mit die Creme. Ne? Und dann gab es nebenan noch Hallen, die wir uns anschauen. Da waren dann Blechkuchenproduktionen und so. Das war weiter. Ja, das war weiter. Das war meiste war Hefe. Blechkuchen mit Obst, mit Pflaumen und Apfel, ja, und Streusel rüber. Und ja, unsere, deine damalige Arbeitskollegin, mit der haben wir auch gesprochen, die hat erzählt, dass hier manchmal die LKWs schon gewartet haben. Die LKW-Fahrer waren schon da mit ihren Lastern und haben gewartet, weil ihr mit den Torten noch nicht fertig wart. Dann seid ihr nicht so hinterhergekommen manchmal. Und dann habe ich schon ein bisschen gedrängelt, ja, wann sind sie denn fertig, wann können wir denn die Ware einladen? Ja, die Waren auch müssten schnell, schnell ausfahren und dann nach Hause, ja. Ja. Und ja. Dann hat die Kollegin auch berichtet, dass die Auslastung unterschiedlich war. Ne? Zu den Feiertagen, da wollten sie dann alle was haben, da hatten wir richtig viel zu tun. Und, dann, und nach Weihnachten und so, wenn dann alle hier ihre fetten Bäuche hatten, dann wollte die nächsten zwei, drei Tage keiner mehr Torte essen. Ja. Da war hier weniger los. Ne? Naja, weniger, aber die Betriebe oder Gaststätten oder Cafés, die waren offen, die hatten dann Kühlräume oder Kühlschränke, wo die haben behalten, ne? Das waren. Wie lange hält denn so eine Sahnetorte im Kühlschrank? Wenn man sich jetzt da was kauft und zu Hause im Kühlschrank gleich direkt packt? Kommt auf an die Temperatur, aber 2-3 Tage, ja, kann man rechnen, das waren noch gut. Wie würdest du jetzt rückblickend aus deiner Erinnerung die Arbeitsbedingungen beschreiben? Hat man hier gerne gearbeitet? War es anstrengend? Ja. War die Bezahlung schlecht? Oder war sie gut? Nee, was kannst du berichten? Der Mann war zufrieden und konnte man auch was lernen, ja, was in Stettin war nicht. Dann hier haben die produziert und war ganz toll. Also, und die Leute waren, die Arbeiter waren auch freundlich und ja. Und wie ist es mit den Vorgesetzten? Haben die euch wertschätzend behandelt? Wie? Haben die Vorgesetzten euch wertschätzend behandelt, also gewusst, dass die Arbeiter wichtige Dienste leisten, dass man mit denen freundlich umgehen muss? Ja, so? Naja, hier mit und beiseitig, ja. Also war gutes Betriebsklima. Und die zu uns gute, freundliche Aufenthalt hier und. Okay, gutes Betriebsklima, auskömmliche Bezahlung. Genau, ja auch. Und die Arbeitszeiten war Schichtsystem, ja? Das, wir haben immer angefangen um 5 Uhr früh, 9:30 war Pause zum Frühstück und 10:30 zum Mittag. Okay. So, und dann mit Bus fährt. Und dann war Schluss, 10:30 natürlich, wenn man um 5 angefangen hat. Ja, 10:30 war Schluss. Um 5 Uhr, ja, sage, halbe Stunde Frühstück und 1/2 Stunde zum Mittag war weg. Ja, ja. Aber 5 Uhr müsste man anfangen. Ja, wir sind von, Beispiel von Albeck oder Heringsdorf, habe ich auch gewohnt und nicht ich, nur die andere auch. Da müssten wir schon um 3 Uhr aufstehen nachts. Um 4 Uhr ging der Bus und 5 Uhr waren wir schon hier, ja. Oh, war ja. Und ja, gab es ein Schichtsystem, dass es dann in einer anderen Woche nachmittags war? Ja, das war eine Woche früh, eine Woche Nachmittag. Und manchmal, das war eigentlich nicht erlaubt, weiß nicht, da haben wir Spätschicht und Nachtschicht auch gearbeitet. Ich glaube, das kann man nach all den Jahrzehnten jetzt erzählen. Ja, das kann wird man jetzt keine jetzt Konsequenzen mehr ja, haben. Ja, genau. Wenn ihr niemanden umgebracht habt, wenn du jetzt noch einen Mord gestehst, dass du deinen Chef umgebracht hast, das wäre schlecht. Das verjährt nicht. Das vergeht nicht. Nee, verjährt nicht, genau. Nee, aber war so. Wir wollten verdienen. Nee, wir sind gekommen, auch nicht nur ein bisschen mehr lernen, aber auch Geld verdienen. Deswegen spät. Und Nachtschicht manchmal haben wir auch gemacht, ja. Nicht alle, wer wollte. Und der Chef hat nicht gesagt, sagt, ja, wenn ihr wollt, könnt ihr machen, ja. Also standen die Maschinen hier gar nicht mal so viel still? Nee, naja, das sowieso.
Aber in Konditorei, da war keine Nachtschicht. Wenn dann, dann haben wir auch oben in Bäckerei Nachtschicht. Da war, ja. Aber hier haben wir nur Früh- und Nachmittagsschicht gehabt. Da war ja sicherlich auch der Bedarf größer. Ja. Also ich denke, jeder... Ja, das war meiste im Sommer, ne? wenn viel Touristen an der Insel und überall, ja, war im Sommer. Es isst ja fast jeder jeden Tag Brot, sage ich mal, aber Torte isst man ja jetzt nicht jeden Tag. Nee. Genau, und wenn dann die Touristen nicht da sind in der Wintersaison, dann ist hier weniger los. Was hast du dann also im Winter gemacht? Na, im Winter haben wir auch gearbeitet, aber das waren nicht so viele Leute, die haben Teil entlassen. Oder wenn wir, da waren wir gar nicht so viel, damals waren um 20 und dann sind wir nur 4, 5 geblieben, Polen. Ne? Und euren Urlaub habt ihr dann wahrscheinlich eher im Winter gemacht, ne? Wenn weniger los war. Ja, genau. Ja. Aber Winter war ich auch hier, ja, da kann ich mich erinnern, vor allem die Bilder, ja. Der Ostsee war eingefroren, ja, aber der Bus ist jeden Tag gefahren, von Montag bis Freitag. Samstag nicht? Samstag nicht. Wurde nicht gearbeitet? Nee, Samstag und Sonntag nicht, da waren wir zu Hause, da wo haben wir gewohnt. Mhm. Ja, und ja, immer hat man was in freier Zeit gemacht. Gelernt, auch Deutsch gelernt und Zeitung gekauft, geguckt, Briefe geschrieben. Ja. Was war das hier? Abwaschraum. Abwaschraum. Was wurde abgewaschen? Ja, die Utensilien. Und die Holzlöffel und sowas, was Schaben auch, ja. Ja. Und naja, also naja, man sieht, Kleinigkeiten, ja. Man sieht, dass hier Wasserleitungen mal verlaufen sind. Abwaschraum, So, und was mich natürlich jetzt sehr interessiert ist. Herd, das heißt Backherd. Da war gebacken, da gerade, wo wo diese ganzen, genau. Oder Fundament ist das, ja. Ja, da hinten gibt es noch mal so eins. Ja, und hier waren etliche Räume. Und hier war die Blechkuchenproduktion. Backofen. Naja, und hier war Raum, wo haben wir diese Blechkuchen gemacht. Genau. Ja. Mit Pflaumen, mit Äpfeln, Streusel, auch Bienenstich. Oh. Wollte ich gerade sagen, das Wort kam mir auch gerade in den Sinn. Am ersten Platz, Bienenstich haben wir auch jeden Tag gemacht, na, immer das Gleiche, ja. Bienenstich und dann Pflaumenkuchen, Äpfelkuchen. Aber ich gucke gerade die Decke, ne? Guck mal, ist die Decke. Ja. Ja, hier ist sehr gut viel erhalten, ja. Hier war ich vorher in diesem Raum, da habe ich Spritzkuchen und Pfannkuchen immer gebacken. Da waren riesen Pfannen mit Öl und Schmalz dazu. Riesige Pfannen, das wäre natürlich schon spannend. Pfannkuchen und Spritzkuchen. Aber leider ist ja nichts mehr davon da. Hier in dieser Raum hat der Pfannkuchen und Spritzkuchen gegart. Hier war warm. Und hat gegart. Heute ist es übrigens kühl, das ist einer der kühlsten Räume hier. Ja, und draußen hier Sommer hält sich hier drin sein, kühl. Weil Hefeteig muss wachsen, ja. Ja. Ja, das war hier dieser Raum. Und in dieser Raum nebenan hat man gebacken. Hier war linke Seite Tisch. Da stand auch Maschine. Maschinell war gefüllt bei Pfannkuchen die Marmelade. Und hier war diese Pfanne, hier, und hier hat man Pfannkuchen und Spritzkuchen, habe ich immer gebacken, ja.
Ja, und dann war der. Und jetzt Schimmel. Das war hoffentlich damals nicht so. Bitte? Der Schimmel war hoffentlich damals nicht. Das kam bestimmt von oben. Ich glaube nicht, dass bis jetzt ist der Fett von gespritzt hat. Ja. Ja, man muss ja aufpassen. Manchmal hat er doch gespritzt, ja. So, das war diese Raum, ja. Wer war denn eigentlich für die Reinigung der Arbeitsräume zuständig? Also wenn eben mal was an die Wände, an die Decken vielleicht eher nicht, aber geschwitzt ist, hattet ihr da ein eigenes Reinigungskraft? Da war Reinigungskraft hier nicht. Ja, das war nicht eure Job. Ihr habt nur eure Arbeitsgeräte in den Abwaschraum gemacht, aber... Ja, nee. Da setzt sich ja der Dreck fest hier. Fliesen, eigentlich weinende Fliesen. Und dieser Metallboden, der jetzt hier so verrostet erscheint, war das der damalige Fußboden? Oder war da auch nochmal was drüber? Das frage ich mich nämlich ganz oft. Da müsste was drüber sein, ja. Nee, also... Ich glaube nicht, ja. Also ich frage mich das ganz oft, weil in fast jeder Fabrik so ein verrosteter Fußboden ist. Also die andere Zeitzeugin erinnert sich dahingehend, dass es keine Metallfliesen gab, nicht im Flur und wohl auch nicht in der Konditorei selbst. In der Konditorei selbst kann sie sich nämlich noch erinnern, dass sie da diese anderen Fliesen hatte, die es hier überall gab und die sie dann immer reinigen musste. Einmal die Woche freitags ordentlich abgespritzt und dann auch mit diesen schweren Wagen mit den Kuchenblechen da drüber gefahren. Und die waren im Laufe der Zeit dann auch kaputt. Da kamen Verschleißerscheinungen. Und deswegen geht sie davon aus, dass man später die Böden da rausgerissen und neu gemacht hat. Und seitdem sind wahrscheinlich diese komischen Metallböden da drin. Okay, also bleibt ein bisschen rätselhaft, warum man sowas in Fabriken verbaut. Ob sich das jetzt, wenn es noch nicht verrostet ist, besonders gut reinigen lässt oder so. Wenn ihr eine Ahnung habt, könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben. Ich sehe jedenfalls in ganz vielen Fabriken diese verrosteten Metallfußböden. Manchmal sogar, wenn die Wände der Fabrik gar nicht mehr stehen, dann hat man trotzdem noch auf dem Gelände diese Fußböden. Jo, du hast noch mit der anderen Zeitzeugin gesprochen. Genau, ich habe mit unserer zweiten Zeitzeugin gesprochen, weil ihr seht schon hinter uns diese Rampe hier. Habe ich gefragt, Mensch, war das hier die Ladezone? Und daneben an war ja auch Ladezone. Da meinst du, nebenan war die Ladezone und hier, da standen große leere Container, da kam die ganze B-Ware rein. Die B-Ware ging dann an die LPGs, also die Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. Genau, die haben das bekommen und an die Schweine verfüttert. Und sie hat erzählt, da waren natürlich auch ganz viele Spatzen und andere Vögel und die waren dann dementsprechend auch gut genährt. Die haben sich natürlich die ganzen Brotkrümel geholt. Ich wusste gar nicht, dass die Tiere bei der LPG Schokosahnetorte und Bienenstich und sowas essen. Nein, Brot natürlich. Das ach Brot so, und die Brötchenreste Brote. Und so. Na dann. Ja. Okay. Hier ist das Tor, das Haupttor für die Angestellten. Hier sind sie reingekommen. Das war der heute zugemauerte Haupteingang. Und dann gab es aber noch ein kleines Gebäude hier drüben. Und das diente als Werksverkaufsstätte. Hier konnte die Laufkundschaft oder wer mit seinem Auto da an der Straße vorgefahren ist, Produkte aus der Fabrik kaufen, ohne auf das Gelände fahren zu müssen. Das ist jetzt leider auch alles zugemauert. Und da gab es dann aber jetzt hier halt so ein Fenster zur Straße. Jetzt steht hier Lager zu vermieten dran. Natürlich gab es auch eine Toilette für das Verkaufspersonal. Das Verkaufspersonal hat nämlich sehr viel Sinalco getrunken und da muss man dann natürlich auch mal aufs Klo. Ja. Also gar nicht mal so viel Platz für Ware. Dann war hier vielleicht noch Ware gelagert und in dem Verkaufsraum selber.
Und vielleicht gab es dann so eine Tafel draußen, wo drauf stand, was es so alles gibt. Denn es war wahrscheinlich jetzt nicht vorgesehen, dass der Kunde da reinkommt und sich das alles anguckt. Ich weiß es nicht genau. Aber ja, interessante Zusatzinformationen. Da wäre ich natürlich nicht drauf gekommen, dass das hier einfach ein Warenverkauf war. Der Werksbus, der die Mitarbeiter herbrachte, der kam durch dieses Tor, hat dann irgendwo hier auf dem Vorplatz gehalten. Ja, und schaut euch dieses riesige Gebäude an, ne? Da oben sind dann sicherlich die Silos gewesen. Das ist ein Riesending. Und wie gesagt, später war das dann mal Nordback. VEB Großbäckerei Wolgast war es davor. Das war's jetzt von unserer kleinen Reportage aus der Großbäckerei Wolgast. Vielen Dank an die Zeitzeugin Maria und an unsere Zeitzeugin im Hintergrund, die uns mit Informationen versorgt hat, sodass wir euch das erzählen konnten, was da jetzt was war in diesem Gebäude. Wir hätten es ja niemals erkannt. Ja, schön. Vielen Dank für die Einblicke, ja, für die Erzählung. Danke auch, ja. Hat auch Spaß gemacht. Trotzdem so Ruine, ja. Aber ja. Alte Erinnerung auch, ja. Das kann ich mir vorstellen. Also ich bin mal gespannt, ob ich irgendwann mal so ein Gebäude, das ich noch aus alten Zeiten kenne, vorfinde und mal gucken, wie sich das so anfühlen wird. Also ich hatte ja sowas schon mal so ähnlich bei dieser französischen Schule, die wir mal angeguckt haben. Aber da war ich ja nur mal für 2 Stunden oder so. Aber wenn das so ein Gebäude ist, wo man wirklich Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr hingegangen ist, zum Beispiel irgendeine ehemalige Schule von mir oder so, wo ich wirklich über Jahre hingegangen bin, da wäre das schon interessant. Ja. Naja, schauen wir mal. Tschüss. Vielen Dank. Genau, tschüss, wenn es euch gefallen hat. Für wenn's, mitmachen. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt den Kanal weiter. Ja, ciao. Danke, ciao. Und wenn ihr irgendwie Zeitzeuge seid von dem Lost Place, dann können wir da ja auch mal zusammen hingehen. Dann meldet euch gerne. barefooturbexer@gmail.com